Eigentlich schon. Eigentlich schon. Viel kann ja eigentlich nicht mehr passieren. Helft mir, mein Herr. So mal so der erste Gedanke so am Rande. Viel kann nicht mehr passieren. Ja, es wird da unten, gell? Hm. Ich hoffe, dass der Onkel noch. Aber was ich auch scheiße finde, ist, dass gleich der Onkel Bescheid gegeben hat. So, Wachen, er ist da. Alter. Wo warst du so lange? Irgendwie geil, aber das kann ich irgendwie auch nicht nachvollziehen. Wir waren besorgt. Ich dachte, sie hätten dich. Meine Nachricht zuzustellen war schwer. Kennt dein Onkel sie? Wird er mit uns den Khan besiegen? Hoffentlich. Aber wir können nicht abwarten. Der Wind wird stärker. Der Sturm wird morgen hier sein. Hast du die Belagerungswaffen? Genug für durchschlagenden Erfolg. Wir haben auch einige Deserteure aus der Armee deines Onkels, die dem Geist folgen wollen. Wir warten. Sag den anderen, wir greifen früher. Ich richte es aus. Du solltest nach ihnen sehen. Sie wollen ihren Anführer hören. Ihren Anführer? Ui. Sie wollen ihren Anführer hören. Ui. Für das ist jetzt egaler. Fürst Sakai. Die Krieger von Yarikawa sind hier, um dem Geist zu folgen. Danke, Daikoku. Wir besiegen den Khan gemeinsam. Muss ich gleich kontrollieren, ob ich nicht doch den einen oder anderen. Also, das ist eigentlich eh optional. Also, let's go. Der Mönch, na servus, grüß die Digi. Niemand, den man erzürnt. Fürst Sakai. Norio, ich wusste, ihr würdet kommen. Wir kämpften so oft zusammen. Ich bin dabei. Morgen rächen wir euren Bruder und die Kriegsmönche eures Tempels. Ich will nur unser Zuhause zurück. Fühle ich, verstehe ich, lebe ich. Sehr geil. Schön, dass auch dabei ist. Ist schon mal definitiv. Ein kleiner, aber dennoch wichtiger Verbündeter. Es sind schon so einige. Gleich die nächste Mission angehen. Sakai. Es ist gut, euren Bogen dabei zu haben, Sensei. Ich habe das mit Tomoe nicht vergessen. Wir werden den Khan besiegen. Dann bröckelt ihre Unterstützung wie alte Teeblätter. Ich schulde euch meine Dankbarkeit. Werdet nicht sentimental, Sakai. Jawohl. Es gibt noch so einiges zu tun. Bereitet euch nun auf morgen vor. So, einiges. Ich bereite mich mein ganzes Leben vor. Ein Tag mehr bedeutet da nichts. Ich hoffe aber trotzdem, dass da noch irgendwas mit Yuna kommt. Unbedingt. Dass da noch vielleicht ein kleines Flirty-Mörty am Start sein könnte. Würde ich extrem feiern. Will ich so dermaßen feiern. Ja, da ist aber noch immer in den Flammen drin, ja. Wir haben die Mörder eurer Familie. Gott sei Dank schleicht nicht. Aber wir müssen gegen den Khan vorgehen. Er ermordete meinen Gemahl, hängte meine Söhne. Auch er soll sterben. Wir bringen ihn Gerechtigkeit. Danach setze ich meine Jagd fort. Und ich reite mit euch. Ruht euch aus. Morgen wird ein langer Tag. Oder ein sehr kurzer. Aber wir haben da nur wem. Sicher, dass er vielleicht nicht unser Händler Sake Habschi am Start ist? Weißt du, was ich meine? Wir sind schon weit gekommen, seit du mich aus Komoda herausgeschafft hast. Du warst so schwer, ich konnte dich kaum schleppen. Ich musste dich halb ausziehen, um vorwärts zu kommen. Hat dir das gefallen, was du siehst?
Ohne dich wäre ich nicht hier, Yuna. Ich kann dich nicht verlieren. Wir haben so viel durchgemacht. So viele Menschen verloren. Ich kann es nicht. Ich muss den Khan aufhalten. Musst du nicht. Wir können mit einem Boot weit weg segeln, während dein Onkel seinen Samurai-Krieg kämpft. Willst du das wirklich? Nein. Wenn ich falle, versprich mir, weiterzukämpfen. Du bist ein Mistkerl, Jin Sakai. Ruh dich etwas aus. Noch nicht. Bleiben wir hier noch etwas sitzen. Gefällt mir aber sehr stark zwischen den beiden. Ich kann mir aber so gut mehr vorstellen. Ich finde es schade, dass ich jetzt gerade nicht zu der anderen Option gegangen bin. Ich hätte mir gedacht gehabt, dass es die andere die Hauptoption gewesen wäre und die andere nicht. Es ist wurscht. Da hätte man sicher wir mit ihrem geredet. Wir müssen den Khan vor seinem Angriff aufs Festland erledigen. Kenji, wie steht's um unsere Belagerungswaffen? Bereit, die Mongolenflotte unter Beschuss zu nehmen. Gut. Yuna gibt das Angriffssignal. Sobald das Feuer beginnt, stürmen die Mongolen eure Position. Und laufen direkt in unseren Hinterhalt. Der Sprengstoff ist platziert. Schützen sind auf den Dächern. Wir sind bei euch, Sakai. Ich finde es gerade aber so arg, dass der Händler Habschi auch so eine wichtige Rolle dann eigentlich später spielt. Ich hätte mir eher gedacht gehabt, so ja, so nebensächlich etc. Aber und wir auch nicht. Macht euch bereit für den Signalfall. Also dass er dann doch relativ so wichtig sein wird, hätte ich mir nie gedacht gehabt. Jetzt! Alles hat schon davor gebrannt! Alles hat davor gebrannt, Bruder! Was war das für eine Scheiße? Alles hat gebrannt, bevor der Pfeil überhaupt gelandet ist. Really, Diggi, really? Oh, schaut schon episch aus. Kommt her, Wichser, kommt her. Ich bring euch alle um, oder? Ich bring euch alle um. Ich hasse euch alle, Mongolen, ich hasse euch alle. Natürlich mit Humor nehmen. Obwohl, außer bei dem einen Arbeitskollegen, den habe ich wirklich gehasst. Erhalt die Pappen und stirb mir einmal. Schön, schön. Jungs und Mädels, da will mehr sehen. Da will definitiv mehr sehen. Alter, stärkerer Angriff. Ist gefühlt schneller als wie die normalen Angriffe. Passt. Aber nur vier? Aber weißt du, irgendwie so, nur vier Charaktere machen den ganzen Angriff zunichte von den Mongolen. Weißt du, was ich meine? Irgendwie ein bisschen zu wenig. Ich hoffe, da kommen noch mehr. Das sieht ja mit einer wunderschönen Ablenkung etc. Die hätten sicher nicht damit gerechnet. Verstehe. Fühle ich. Aber dennoch, nur à la vier Leute. Vorher waren es fette ganze Armee etc. Weißt du, was ich meine? Das wäre so eine richtig, richtige fette Armee. Und die können es plötzlich nicht aufhalten, die Mongolen. Aber Hauptsache 4 zu 4 können die aufhalten. Schmeckt. Ich hab schon gehört. Das Geschrei. Und waren wir schon so unsicher, ob der nicht doch mich angreift, gell? Tschüss. Catch me, Diggi. Der hat was in der Hand, das gefährlich ist. Ich komm. Ja, und da hab ich schon wieder die Punkte verloren. Super. Hätte man die Punkte aufgehoben. Gerade für so einen scheiß Wichser, so einen besseren. Achso, ist der Große? Ist der Große schon hier, oder was? Kleine Pussy, komm her. Aber. Das ist ein ordentlicher großer Bruder, Alter. Was? Komm mal her da. Steppert. Er kapiert mir da aber auch nicht, Alter. Wie er drauf tritt, Alter. Und probiert's.
so wie... Hast du mir jetzt etwas so einen Kratzer gemacht? Nein, das kann nicht sein. Aber ohne Spaß nur vier Vieh. Aber trotzdem geil. Die Mongolen formieren sich neu. Wir werden ihnen keine Chance lassen. Na, da hinten ist sicher wenigstens was. Wir stoßen zu ihm und starten den Angriff. Dann macht schon mehr Sinn. Dann macht es definitiv mehr Sinn, dass wir mehr sind. Weil davor fette Armee. Plötzlich schaffen wir das zu viert auch. Da haben sie dann doch eher mitgerechnet, Gott sei Dank. Da haben sie dann doch Gott sei Dank mitgerechnet. Weil zu viert wäre es dann doch ein bisschen sehr peinlich gewesen. Das Ende steht bevor. Heute wird der Khan sterben. Fürst Shimura ist nicht hier. Wir kämpfen allein. Wir starten einen Angriff auf das Haupttor. Sehr schön. Während du hineinschleichst. Sie werden euch überrennen. Wir sind weit gekommen. Wusst eigentlich noch den Bruder treffen musst oder schau später? Ihr seid die tapfersten Krieger, die ich je kannte. Ich bin aktuell bei Mission 8 von 9 oder 7 von 9. Mit dem Mönch. Überlasst uns den Kampf. Worauf warten wir? Irgendwie so im Dreh herum. Aber ich bin Gott sei Dank so froh, dass sie doch gesagt haben, ja, wir sind doch mehr. Oh. Ich warte doch noch. Passt. Geht's ja aus, oder? Und wie sieht das ausgeht? Ich finde den Mönch wirklich nicht schlecht. Ich finde ihn lernen. Ist lieb. Ernsthaft. Aber hauptsächlich ich treffe nicht den Geschissenen. Schießt mir nicht. Oh. Okay, passt. Ja, nice. Ja, da habe ich mir wieder mal zu viel gespült. Da habe ich mir jetzt definitiv zu viel gespült gehabt. Aber ich muss aber auch dazu sagen, dass ich noch immer die Rüstung vom Geist habe. Und nicht die vom Sakai-Clan. Wenn ich die vom Sakai-Clan hätte. Oh, da wird's abgehen. Ich warte mal lieber ein bisschen besser ab. Obwohl, wenn ich da... Da geht die aufgekraxelt. Das wäre nicht so tragisch. Das sieht das eh nicht. Der ist zu deppert dafür. Aber der sieht das. Na, der ist auch zu deppert dafür. Passt. Pipi fein. Na, mit der Rüstung. Was wollen sie? Könnt scheißen, gell? Also wäre leimend, wenn ihr jetzt noch vom nächsten Gebäude gekentert. Scheiße. Beziehungsweise, wo wüssten du ungefähr? Der Wachturm ist perfekt. Cool aus. Da sieht man das ganze Lager. Sag mal her, welchen jetzt? Den da gerade aus? Ja, da lass ich mal herreden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er den da hinten meint. Alter, das wär's. Ich hau mich da jetzt aber trotzdem um. Es ist eklig, dass das wieder jeder sieht. Typisch. Alter, komm hier, der passt. Aber komm. Na, komm du mit rein. Fuck. Nö. Jetzt bin ich am Arsch. Jetzt bin ich definitiv am Arsch. Hätten wir da gehabt, das geht's ja aus, Bär. Bruder, hätten wir da gehabt, das geht's ja aus. Wenn ich das schnell ausnutze. Ja. Es geht's ja aus. Passt. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich wieder zurückreise und nicht davor? Wir sind irgendwie nur schon, dass ich da aufgekommen. Wenn ich da aufgekommen, wäre es am besten. Chiharu, Fuck.
Aber dafür kann ich wenigstens da so ungefähr wieder von neu beginnen. Beziehungsweise, scheiß drauf. Scheiß drauf. Soll scheißen gehen, der Wichser. Soll einfach scheißen gehen. Passiert eh nix. Passt. Kann ich mir wenigstens hier wieder aufhören. Das geht's wieder aus? Das geht's wieder aus? Fick dich! Also das Problem ist, der sieht das fix. Obwohl. Anführer. Arsch. Ganz, ganz Arsch. Anführer. Hat dafür aber wenigstens mal abgelenkt. Ist okay. Ich habe abgelenkt. Ist ja wenigstens schon mal ein Anfang. Kennt das? Nee, das wäre dann wieder zu tief. Ich hätte mir gedacht gehabt, wenn ich mit da jetzt in dem Bereich da einer haue. Aber das wäre dann wieder zu tief und dann kommt er wieder nicht drüber. Ja, muss ich machen. Muss ich machen. Leider. Leider. Ich würde zwar eher gern in die andere Richtung metzeln, aber wenn es sein muss. Halt bloß die Gosch. Halt bloß die Goschen, Geschichte. Aber wenn ich schon dabei bin. Gönnung. Okay. Die ein oder andere Leiche, die merkt eh keiner. Da tue ich, dass da eigentlich eh keiner ist. Schau mich gleich um. Schau ich gleich, ob es da vielleicht irgendwas Interessantes gibt. Was zum Sammeln. Wenigstens irgendein kleiner Vorrat, weil ich spiele schon wieder im Urin. Irgendwas repariert er schon wieder. In meiner Hosen. Na, im Lager. Ja, Stahl. Ich hätte mir jetzt gerade irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Ich hätte mir aber auch ein bisschen gerade von der Mission in der Richtung, dass ich jetzt am Wachturm hingehen muss, ein bisschen mehr erwartet. Weil jetzt bin ich die ganze Zeit in diesem Modus drin gewesen, unentdeckt, weißt du, was ich meine? Und plötzlich dann, dies und dies, darf ich abschlachten wieder. Bin's nicht gewohnt, dass ich abschlachten darf. Alter. Ohne Spaß. Manchmal ist das wirklich für euch zu deppert. Manchmal sehen sie mich wirklich von 20 Kilometer, wo ich mir denke, wie kannst du mich sehen? Und dann sieht er den Habschi, er schaut eh schon in den Blinkwinkel, schaut er eh schon, nee, wow, der Kollege, der liegt am Boden, der wird nur besoffen sein, es wird schon passen. Gut und kann. Oh. Keine Gnade! Episch! Wieso habe ich das Gefühl, dass da auch uns vielleicht angreifen wird? Er wird uns fix angreifen. Ich muss nur zu dem Herrenhaus. Er wird uns fix angreifen, habe ich so das Gefühl. Aber warten wir mal ab. Warten wir mal ab, bis wir den Onkel treffen. Warten wir mal ab. Wieso ist er da entlang gegangen? Hätte mir doch gedacht, der wird sicher irgendwie schauen über sein Haar. Was? Oh, ja, wurscht. Kettenattentat und tschüss. Wird keiner was sagen. Einmal, zweimal und dreimal. Heute Goschen. Du bist eh schon hier. Schön, sehr schön. Ich liebe meine Kettenattentate. Ich liebe sie einfach zu sehr. Wieso habe ich das Gefühl, dass sich irgendein Wichser fix gleich wieder umdrehen wird? Dass du den Großen aber so leicht Arm dran kaufst? Respekt. Aber Hauptsache den Anführer kann er dann wieder nicht der Arm dran. Aber Hauptsache der Große ist dreimal größer als wieder. Also der Papa ist dreimal größer als wieder Scheißdrecks Anführer.
What? Knapp. Ganz, ganz knapp. Bulle-Schule. Hat da jemand etwa die Angst gekriegt? Ich krieg gleich Angst, ja. Definitiv. Du scheiß Bastard. Ich hätte schon wieder fast die Punkte gehabt, du scheiß Missgeburt. Scheiß Hurensohn. Den hätte ich fix gekriegt gehabt. Safe. Ach, schade, dass der nicht dazu zählt. So eine fette Rüstung mit dem fetten Schild und dann lässt er sich nur immer treffen schon vom Scheißdrecks Kunai, oder? Oh, ich will mir das unbedingt aufheben, was? Ich will mir das unbedingt aufheben, weil ich weiß, wenn wir dann gegen Erm kämpfen, wenn wir das brauchen. Schiss, ich schon wieder. Also, hat schon wieder keinen Sinn. Wenn schon einer wieder gegen auf mich schießt. Von 100.000 Kilometer. Weißt du nicht schon wieder, wo er ist, aber. Ist das jetzt der, was er angeschissen hat? Oder? Wo schießt der Hurensohn? Von wo schießt denn der? Wo ist denn der Hurensbogenschütze? Hä? Okay. Let's go, weiter geht's. Alter, Maschallah, Diki, hallo! Mit der falschen Rüstung. Typisch. Ich hab noch gesagt, ich muss noch wechseln. Ich hab's ja gesagt. All dieser Tod! Aber coole Rüstung. Weil ihr schön, taugt mir. Und euer Onkel euch nicht ergeben wolltet. Ich bot euch Frieden. Und ihr wähltet Krieg. Jetzt wird euer Volk auf dem Festland leiden. Ihr werdet diese Insel nie verlassen. Wäre aber auch geil, so ein kleines Duell mit dem Onkel. Zahm. Gegen Erm. Das wäre auch episch. Aha. Ich werde die Bewohner von Sushi auch wieder das Schwert als erstes draußen kommt. Wunsch eines Kindes. Mhm. War schon ein wichtiger Move. War schon wichtig. Müssen wir erst herausprobieren, was der für Movesets hat. Ich muss mal wechseln. Definitiv. Aha, okay. Ungefähr, ich glaube, ich habe ihn. Ich muss immer noch nicht seitlich, sondern nach hinten. Nach hinten muss ich ausweichen. Nicht seitlich. Seitlich überhaupt nicht. Oh, shit. Wie er einfach nicht abwehrt, der scheiß Bastard. Ich drück extra noch so drauf. Ja, ich weiß schon, wie sein Moveset ist. Hab ihn schon durchschaut. Immer weg von ihm. Immer weg. Ihr seid schwach. Aber jetzt haben wir dritte Phase. Ich habe euch schon dritte Phase könnte interessant werden. Ich tue es erneut. Ihr klingt besorgt. Oh. Oh. Fuck. Das kam jetzt extrem plötzlich. Die Attacke. Bist deppert. Ja, das Gefühl hatte ich jetzt auch gerade. Das sie haben noch gekriegt, der Brudi!
Er hat ihn vergift. Geschleichte. Oh ja. Ich sollte ja ausweichen. Hauptsache, er kann ich halbwegs besiegen, aber gegen den Schildtypen. Passt, sehr schön. Aber gegen den Schildtypen verliere ich halbwegs. Super. Hat sich ausgezahlt. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich hebe aber trotzdem die Punkte auf. Das ist ein Einzel. Aber schon einer, der was wieder herumschießt. Mit Feuer. Schau, das meine ich, oder? Manchmal trifft er dich dann, wo du dir so denkst, so, wie? Wie triffst du mich, Geschissener? Wie? Danke, Hurenkind. Die unnötigsten Missgeburten, was es gibt. Die unnötigsten. Ich scheiß auf den einen da jetzt. Ja, ja. Wort, Geschissener. Ist der gestorben vor Angst oder was ist los? was wollen die jetzt? Es wäre aber auch geil gewesen, wenn er flieht und da hattest du noch ein paar Sekunden Zeit und musst so schnell wie möglich die Gegner besiegen und dann noch aufs Schiff alleine rauf. Oh, episch. Digi, kannst du dich eigentlich noch schnell vielleicht umziehen, nur für alle Fälle? Also, mach dich nur mal ganz kurz nackig. Nur für mich, aber nur für mich. Dankeschön, hat sich nackig gemacht. Jetzt ist definitiv einfacher. Wie war das nochmal? Wie war das nochmal mit einfacher wie? Er macht sich einfach vor alle anderen nackig, passt. Alter, wie schlecht. Ah, ich sollte mich weniger spülen. Komm gleich mal her da. Schmeckt. Oh, puh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Mit was Roten. Wie schnell ist denn der Bastard? Alter, da hast du ja gar nicht mehr drauf reagieren können. Wo? Oh. Na, das ist aber nicht hier. Ah ja, voll. Das ist ja er. Seit wann bist du da? Weißt was? Fick dich. Mhm. 100.000 Kunais. Wie war das nochmal? Wie war das? Ich glaube, das schaut anders aus. Oh, schon wieder die Scheiße. Dafür habe ich wenigstens ein paar Pfeile. Immerhin. Muss sich gleich einfach ein bisschen anscheißen. Steppe, der geht ja urmei, Alter. Musst du nur ein paar Pfeile hier schicken, Alter, und das hier? Es war ein Headshot. Normalerweise wäre er hier. Was war das? Mal wieder was Neues, hä? Mal wieder eine neue Fähigkeit, oder was? Ah, komm nicht so gern auf. Na, geschleicht, ernsthaft. Warte, muss ich gleich mal kurz wechseln. Schmeckt. Okay, der eine ist... Na, da ist er, ey. Ich will die ganzen Bogenschützen weghaben. Weil dann bist du wenigstens so safe. Aha! Neue Waffe oder was? Habt ihr die heute einen Attack gehabt? Oh Gott, das war meine einzige Rettung. Sind eh so viele Gegner? Also so viele Leichen, das gibt's ja nicht. Das war schwach. Er hat schon wieder. Dann hör ich mal auf. Oben, Alter, fick dich.
Weißt, der kommt gleich mit dem Roten daher, der scheiß Bastard. Und wieder einer weniger. Jetzt kommt er mit der Flamme. Flamme ist Arsch. Flamme ist extrem Arsch. Wurscht. Gleich hier. Interessiert mich nicht. Hauptsache er ist hier. Abwarten. Abwarten. Tschüss. Ah, ich hätte vielleicht auch die Punkte eher ver... Oh. Digi! 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 Weiß der Scheißbastard ist doch immer nicht davon gestorben! Digga! Aber jetzt ist halt nur noch die Frage, was mit dem Onkel passiert. Nur weil er kommen ist, heißt es nicht, dass er jetzt für uns ist, weißt? Aber es ist schon mal das erste Anzeichen dafür, dass er für uns ist, aber dennoch. Sagt man nicht, sie muss ihm schon wieder retten. Die Arme. Ich weiß nicht, gefühlt schon zum fünften Mal oder so. Diesmal hat er wenigstens besser ausgeschaut als wie bei den letzten paar Male. Die gehört dir. Kein Kuss oder so, gell? Aber man kann sich schon relativ vorstellen, dass da irgendwas dann kommen wird zwischen den beiden. Kann man sich schon gut vorstellen. Oder vielleicht ist es halt einfach nur sehr enge Freundschaft und sie geht wieder zu ihren eigenen Habschi zurück, der was davor gehabt hat. Den Bandit. Bandito. Geschichtenerzähler ist auch gleich am Start. Der Kahn ist tot. Noch nicht anscheinend. Aber seine Armee ist noch hier. Es dauert nur ein bisschen. Kann immer lang dauern. Wenn die Mongolen weg sind, was passiert dann? Ein neues Leben beginnt. Früher wusste ich, wie mein neues Leben aussehe. Jetzt weiß ich nicht mal, wer ich bin. Eine große Kriegerin. Eine treue Freundin. Und eine Diebin. Das war einmal. Du entscheidest, was du morgen sein wirst. Wir können nicht lange bleiben. Mein Onkel wird nach uns suchen. Nein, wird er nicht. Nach dem Kampf schickt er einen Boten. Mit einem Friedensangebot? Er will dich treffen. Am stillen Wasser unter dem rotblättrigen Baum. Dort, wo sie trainiert haben. Als Kind hat er dort mit mir trainiert. Soll ich mitkommen? Ich muss alleine gehen. Er ist meine einzige Familie. Ich weiß. Es tut noch weh, an Taka zu denken. Sein Haar, das immer nach Qualm roch. Sein leises Lachen. Wie er geschimpft hat, wenn ich zu viel trank. Mein Leben lang war ein Teil von mir. Immer heute. Komisch. Und jetzt bin ich allein. Du bist nicht allein.
hast mich. Einen Geist. Du gehörst doch allen. Na, okay. Da habe ich mir noch mehr erhofft. Da habe ich mir noch mehr erhofft zwischen den beiden, aber was soll's. Aber wieso habe ich das Gefühl, dass wir vielleicht noch ein Duell zwischen unserem Onkel haben werden? Ich weiß nicht. Irgendwie.